Hallo und ja, willkommen zurück. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Gibt eigentlich eine finanzielle Bilanz? Ja, aber wir haben unbegrenzt Geld. Das ist sehr, sehr schön. Komm, wir gehen mal auf 5 Euro und 2 Euro. Genau. Jetzt würde ich mal was gucken. Mir ist was in den Kopf gekommen. Wir haben noch sein Ostasiatisch. Geht das? Moment. Oberfläche ausrichten. Falsche Taste. Ah. Die wollte ich haben. Geht das? Kann man das so bringen? Wenn ich das jetzt ausrichte. Oh, nee, hier. Kann ich das so bringen oder nicht? Ja, ist noch nicht ganz so symmetrisch. Geht das oder sollte man das weglassen? Wir müssen hier einiges anpassen. Jetzt. Ja, wir müssen noch ein Stück rüber. Können wir das jetzt so machen? Eventuell nur ein kleines Stück drehen, das hier. Ja, so wird ein Schuh draus. Ein Stück rangehen. Genau. Sind wir jetzt einigermaßen symmetrisch? Nee, das gefällt mir noch nicht. So. Das, das sieht optisch besser aus. Und dich. Ja, das sieht optisch besser aus. Wenn wir das so machen. Sieht optisch besser aus. Wenn wir das so machen. Nee, das würde nichts bringen. Hier könnte man ja gucken, ob wir irgendwie beim Bau was hinkriegen. Na? Frisst das Spiel schon wieder FPS? Kann nicht wahr sein. Frisst es doch schon wieder FPS. Wie groß bist denn du? Nee, du bist sehr groß. Nö. Na, nichts Kleineres. Das ist das Wegding. Boah. Jeder überlegen muss das. Ich würde jetzt gerne hier so ein kleines Vivarium bauen. Na? Ist da. Haltungstyp. Ja, Kontinent. Asien. Vivarium. Nehmen wir erstmal einen Skorpion.
Oh. Das klingt nach einem Plan, genau. So, dann stellen wir das erstmal ein. Erstmal alles anmachen. So, gut. Temperaturen 25. Das sollte funktionieren. Zack. Ja, hier gehen wir auf 70. Warum schnappt er hier nicht so dran? Du kannst weg. Du Heiland. Heiland. Jetzt drehen sie alle vollkommen durch. Du kannst weg. Du Heiland. Du Heiland. Kann das ein bisschen sein, dass ihr ein bisschen wahnsinnig seid? Dass man die KI so ein bisschen zerstört hat? Hilfe? Aber noch irgendwas, was nicht ganz so viel Platz bedarf. Dich. Dass wir erstmal so ein bisschen Grund schaffen, wo wir den ringsrum dekorieren können. Haben wir hier wirklich keinen negativen Einfluss? Seltsam. Wenn wir jetzt hier so ein kleines Gehege hinsetzen? Das Schuppentier. Oh, was ist mal Schuppentiere? Kommt mir in dich und ein bisschen jünger. Wie groß muss das sein? 2 Meter. Grenzanforderung. Mal 2. Wetterschutz. Ja, dabei bleiben. Wir jetzt sagen, wir machen wieder das hier. Wenn wir eigentlich hier noch ein Haus zwischensetzen. Hier würde ich gerne so reingehen. Wir bräuchten ja nicht allzu weit. Dann können wir hier noch Bäume ransetzen. Wäre es nicht eigentlich insgesamt besser? Das sieht komisch aus. Moment, nochmal zurück. Wir müssen die Pfosten nochmal separat einfärben. Weg. Wir jetzt sagen, wir gehen jetzt hier lang. Dass wir hier so einen Serviceweg drin haben. Wir jetzt nicht so ein kleines Häuschen hier hinsetzen. Ja, dann nehmen wir den Weg erstmal wieder weg. Das ist echt schräg. Dass wir das so machen? Und jetzt hier vor dem Haus lang gehen. Quasi der Serviceweg hier im Haus vorbeiführt.
Jawohl, das sieht gut aus. Oh, Gehege. Barriere. Zur Barriere. Dahin. Wir färben die Pfosten wieder ein. Gut, das machen wir jetzt so. Das sind wir einfach gerade hoch. Das ist die Grenze und jetzt ziehen wir ganz gerade nach vorne. Ja, die brauchen nicht so viel Platz. Überlegen, ob ich das nicht noch ein bisschen anders mache. Ob wir das so lassen. 2 Meter müssen wir mindestens haben. Geht das von der Standardhöhe? Oder sollte ich lieber mal auf 2 Meter? Geht das mal? Meter 60. Moment. Barriere. Könnte man nicht einfach auch sagen, wir gehen jetzt hier und hier hinten machen wir. Moment. Müssen wir erstmal ausprobieren. Das ist Grad 2. Oh Gott, ey. Und hier müssen wir aber. Nicht der Klimmer machen. Ich glaube, das wäre noch ein bisschen besser. Oh Gott, ey. Wollte mich echt da entschuldigen, ey. Bin schon wieder erkältet. Kann nicht wahr sein. Schuppentier. Ist 700 Quadratmeter. Das sieht gut aus. Und dann können wir anfangen, ein bisschen schon mal hier zu dekorieren. Ich würde jetzt diesen Bambus hier auch weitersetzen. Das hat schön so einen kleinen Bambuswald entspringt. Erstmal das. So. Bewegen wir dich erstmal lieber nach so. Dich nach so und das Fenster machen wir ein Stück kleiner. Dass das die beiden Hauptfenster sind. Jetzt ändern wir erstmal was, was mich so ein bisschen stört. Was so ein bisschen meinen Kopf kaputt macht. Okay, das Bronzefarben ist die Stange. Okay, okay. Das habe ich verstanden. Okay, okay. Das habe ich verstanden. Ah, okay. Also machen wir das machen. Und das. Und das. Und das. Und das. Denselben Stil halt überall haben. Ah, okay. Das ist also nur die Stange. Das ist ja auch alle rot. Okay. Dasselbe Rot? Nee. Das ist 85.000.
Boah, müsste ich jetzt alles in dem Rot ändern? Ja, aber so fühlt sich das auch, glaube ich, besser ein. Ja, wir, das müssen wir jetzt einmal richtig schön haben, ne? Jetzt ist ja die Sache. Haben wir das haben wir dieses Rot hier raus. Nicht alles in diesem Rot machen. Das nicht besser wirkt, wenn wir jetzt sagen, hey, wir machen jetzt das. Moment. Wir haben alle Zeit der Welt. Ja, komm. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Bis dahin. Dahin, das dahin. Ja. Oh, das wirkt dazu besser. Ja, ein Vergleich. Ja, ja. Es wirkt besser, definitiv. Moment. Geht dazu? Ah. Sehr schön. Man lernt immer dazu. Das ist das Gute. Gut. Wir waren beim Schuppentier. Schuppentier bräuchte ja kein Wasser, ne? Nö. Sie verteilen sich wieder. Das ist gut. Das gute chinesische Schuppentier. Nee, der Biber nicht. Auch das chinesische Schuppentier. Okay. Guter. Neue Welt, aber ist es nicht eigentlich hier. Wow. Du bist sehr massiv. Gar nicht so viel Platz. Setzen wir dich? Können wir das so machen? Und hier hinten in der Ecke können wir das Futter reinsetzen. Ich probiere das jetzt mal aus. Eine Schüssel groß. Moment. Nehmen wir beides rein? Ja, ich glaube, du kriegst hier nur eins rein. Das zum Futtern. Und hier zum Trinken verabreden. Ja. Sehr gut. Ja, Leute, und wir machen weiter beim nächsten Mal. Bis denn. Ciao.